Begriffe der Hygiene und Mikrobiologie von der Infektion zur Virulenz. Herzlich willkommen auf Hygiene Campus. Jeder spricht von einer Infektion, doch was ist das? Die Erreger dringen in den Körper ein, siedeln sich dort an und vermehren sich. Dabei gibt es zwei Infektionsarten. Einmal eine Infektion, die durch körpereigene Keime ausgelöst wird, also von innen, von deinem eigenen Körper, wenn zum Beispiel das Immunsystem schwächer wird. Und es gibt die sogenannte exogene Infektion, wenn die Erreger von außerhalb in deinen Körper eingebracht werden. Zum Beispiel durch Schnitt- oder Bissverletzungen oder medizinische Eingriffe. Es gibt Infektionen, da merkt man überhaupt nicht, dass man krank ist, weil man keinerlei Symptome hat. Man spricht von subklinischem Verlauf. Und dann gibt es Infektionen, da merkt man, dass man krank ist. Dann hat man Fieber, Husten, Schnupfen, Durchfälle, eine gerötete Wunde, was auch immer. Es werden zwei Arten von Infektionen unterschieden. Einmal eine lokale Infektion, zum Beispiel Schnitt mit dem Messer in den Finger und es bleibt bei der Infektion am Finger. Oder die sogenannte systemische Infektion, wenn sich die Erreger auf den ganzen Organismus ausdehnen. So, was ist die Inkubationszeit? Das ist der Zeitraum zwischen Eindringen der Erreger in den Organismus und dem Auftreten der ersten Krankheitszeichen. Du schlägst dich montags bei einer Party mit Noroviren an und am Mittwoch bekommst du dann Übelkeit, Erbrechen und Durchfall und genau dieser Zeitraum dazwischen ist die sogenannte Inkubationszeit. Die Krankheitserreger können eine sogenannte Bakteriämie auslösen, das heißt, da werden die Erreger mittels Blut und Lymphe in den Körper ausgeschwemmt, aber die verursachen keinerlei Organveränderungen. Sepsis, auch Blutvergiftung genannt, ist ein hochkomplexes Krankheitsbild. Da werden die Erreger von einer lokalen Infektion mit dem Blut in die verschiedenen Organe des Körpers transportiert und können da die Organe massiv schädigen. Nicht jeder Erreger kann den Körper gleichermaßen infizieren. Man spricht von der sogenannten Pathogenität. Das ist die Fähigkeit eines Krankheitserregers, den Organismus zu infizieren. Dann gibt es noch den Fachbegriff der Virulenz, das heißt, wie stark kann ein Erreger den Organismus infizieren? Da gibt es drei Parameter. Wie infektiös ist der Erreger? Kann er Gifte bilden? Und hat er eine Vorliebe zu bestimmten Geweben? Hat dir das Video gefallen? Freue ich mich, wenn du meinem Kanal folgst oder ein Like hinterlässt.